Laute Schmerzensschreie auf dem Trainingsgelände von Eintracht Frankfurt ließen heute bei Fans und Spielern das Blut in den Adern gefrieren. Im Training lagen plötzlich zwei Spieler am Boden. Slobodan Medojevic und Johannes Flum prallten bei einem Trainingsspiel zusammen. Während Medo relativ schnell wieder aufstehen konnte, blieb Johannes Flum weiter schreiend am Boden liegen. Trainer Armin Fee brach das Training sofort ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ein Krankenwagen auf das Trainingsgelände gerollt. Der verletzte Flum wurde versorgt. Doch anscheinend hat sich der 27-Jährige so schwer verletzt, dass knapp 15 Minuten später ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden musste. Denn der Transport im Auto wäre für den Eintracht-Profi langsamer und schmerzhafter gewesen. Die erste Diagnose: Das Knie von Johannes Flum scheint schwer verletzt zu sein. Genaueres kann jedoch erst nach den Untersuchungen in der Unfallklinik gesagt werden.